Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich gerne mit dir einen Full-Face Kiko schminken. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe auf, erstmal alles umschmeißen, das kann man machen. Auf Empfehlung von der lieben Jana, White Swan Beauty, mal bei Kiko in dem Online-Shop bestellt. Und die hatten da auch eine wundervolle Sale-Aktion, irgendwie 30% auf alles oder so. Ich weiß es nicht, also da waren ziemlich viele Rabatte und da habe ich zugeschlagen und mir einiges gekauft. Und ein bisschen was habe ich auch für dich gekauft, also quasi eine kleine Verlosung. Was das ist und was du dafür tun musst, das sage ich dir gleich. So, ich muss mir jetzt erstmal einen Schluck Kaffee trinken, denn es ist noch relativ früh am Morgen. Und Kaffee und ich, wir sind einfach echt große Freunde, also good morning. Genau, kommen wir dann einfach mal, wenn wir bei Kaffee sind, zu den Produkten, die ich jetzt hier im Video nicht zeigen werde, also nicht verwenden werde. Das ist einmal eine Energizing Face Mask, das ist mit Kaffee, musste mit. Genauso auch wie die Augenpatches mit Kaffee. Und dann habe ich mir noch zwei Masken gekauft, einmal Make Me Matte, das ist so eine Primer Sheet Face Mask, da kann ich mir noch nicht allzu viel drunter vorstellen. Und von Zoomania, oder die Zoomania Maske, die soll hydralisieren und die soll wohl einen Frosch nachher auf dem Gesicht zaubern. Ne? Bin ich sehr gespannt und sind Tuchmasken, werden dann mal getestet, wird bei Instagram gepostet oder ich mache mal ein separates Video, wo ich wieder Masken teste, mal gucken. So, wir starten jetzt mal die wilde Reise. Also ich habe alles natürlich soweit ausgepackt, weil ansonsten müsste ich jetzt die ganze Verpackung auspacken und Folie abknibbeln und so. Da habe ich hier den Skin Tone oder die Skin Tone Face Base. Das ist ein grüner Concealer, der quasi soweit alles ausgleichen soll im Gesicht. Ich habe natürlich eine ganz normale Tagespflege drauf. Das ist eine getönte Gesichtsgrundierung, kaschiert die rötlichen Verfärbungen. Ich finde übrigens die Verpackung richtig schön. Du hast hier unten so einen metallischen Deckel fast schon. Also ich denke, das wird Plastik sein, aber das sieht so aus, ne? Und der ist hier auch so ein bisschen abgesetzt, dass du da halt auch schön anpacken kannst. Ist schon ein bisschen hochwertiger gemacht. Läuft. Die Verpackung an sich ist sehr schlicht. Also schlicht ist die Verpackung von Kiko generell, aber die hat ihren eigenen Charme immer mit dabei. So, du siehst hier auch, genau, das kommt grün raus. Und dann verteile ich den Primer einfach mit meinen Fingern in meinem Gesicht. Der riecht? Weiß ich nicht, der hat keinen richtigen definierbaren Geruch. Oh, der ist aber sehr hydralisierend, das ist ja schön. Gucke mal, wollte ich sagen. Guck dir das an, ne? Der ist richtig toll. Der ist nicht irgendwie so silikonig oder so. Der ist wie eine schöne Creme, die ich mir über das Gesicht gebe. Aber sehr leicht. Sehr wässrig. Also es riecht einfach nach Creme, würde ich sagen. Also von einer Tönung kann ich jetzt auf meinem Gesicht soweit nicht sehen. Auch jetzt so am Hals, wenn ich das so verreibe, ne? Da kommt jetzt auch keine Tönung durch. Aber das finde ich jetzt nicht schlimm, weil ich habe ja gleich auch noch die Foundation. So, der Primer sitzt. Und ich finde jetzt nicht, dass Unebenheiten dadurch kaschiert wurden. Ne? Also es ist eine Basis für die Foundation gleich, aber der hat jetzt nichts kaschiert. Nö. Also du siehst hier nach wie vor noch Sommersprossen, du siehst gegebenenfalls hier noch Rötung von der Sonnenbrille. Hier an der Kinnpartie habe ich auch immer mal wieder Rötung, gerade jetzt, wo es Richtung Erdbeerwoche geht. Habe ich das einfach mal ein bisschen mehr, ne? Das kommt auch noch mehr in den nächsten Tagen, aber bin ich ja darauf vorbereitet. Aber ansonsten, sehe ich jetzt so nichts. Nun denn, gehen wir über zur Foundation und ich hoffe, ich habe die richtige Farbe gewählt. Das ist online ja immer so schwer. Da habe ich die Smart Hydrating Foundation und das ist die Farbe Warm Rose 01. Also da bin ich wirklich gespannt, ob ich mich da vergriffen habe oder ob es die richtige ist. Flüssige Foundation mit feuchtigkeitsspendenden und beruhigenden Inhaltsstoffen für einen makellosen Ton den ganzen Tag. Ich fand es bei Kiko ehrlich gesagt ein bisschen schwer, eine Foundation zu finden. Kommt übrigens in einer Tube, ne? Mit einem matten Deckel, eine Foundation zu finden, die nicht matt ist. Ne? Also ich will ja nichts Mattierendes auf meinem Gesicht haben. Ich weiß auch nicht, es ist früh am Morgen, es tut mir leid, ich schmeiße ja alles durch die Gegend. Könnte aber funktionieren. So sieht die Foundation aus, die ist relativ fest, würde ich sagen. Also flüssig ist die auf gar keinen Fall. Ne, die fließt ganz langsam runter. Riecht nach Sonnencreme.
Okay, dann verteile ich die erstmal in so Punkten auf meinem Gesicht und arbeite die dann mit diesem Schwämmchen ein, was auch von Kiko kommt. Das hat so eine, ja, ne? Komische Form, wo es in der Mitte so ein bisschen schmaler ist. Ich denke, das soll zum Greifen dann ganz gut sein, weil für was anderes kann ich mir das nicht vorstellen. Ich habe selbstverständlich angefeuchtet, deswegen ist es jetzt schön weich und fluffig. Farbe scheint zu passen. Das ist cool, das gefällt mir. Also jetzt habe ich die auf der einen Seite aufgetragen. Man sieht eine ganz, ganz leichte, leichte, leichte Deckkraft. Aber so gefällt mir das eigentlich richtig, richtig gut. Ich mag das, wenn man meine Haut noch sieht. Ich mag das, wenn es einfach nur so ein bisschen Unebenheiten kaschiert. So ein bisschen hat das hier um die Augen herum am Wangenbereich auch die Sommersprossen quasi mit angeglichen. Das ist nun mal so, aber da die halt bei mir überall so verteilt sind, es ist mal ganz schön, wenn es einfach nur so ein bisschen angeglichen wird. Und ja, die Farbe passt voll gut. Krass. Also ich habe da jetzt nicht groß noch weiter was aufgebaut. Ich habe einfach nur jetzt auch die von mir aus linke Seite gemacht, von dir aus die rechte Seite. Und ich finde sie schön. Also die ist wie eine zweite Haut jetzt so, ne? Fühlt sich auch echt toll an. Also ich hoffe, dass das auch so bleibt. Gefällt mir. Doch. Da kann ich dir die Smart Hydrating Foundation auf jeden Fall empfehlen. Als Concealer habe ich hier einen Skin Tone Concealer. Der ist ja wirklich winzig klein. Ich weiß gar nicht, wie viel da drin ist. 3,5 Milliliter. Okay, das ist echt ein kleiner Concealer. Und hier ist noch ein bisschen Klebe drin. Ich habe das in der Farbe 02. Kommt hier mit so einem Applikator raus, was aussieht nicht ganz. Nee, das sieht nicht aus wie ein Lipgloss-Füßchen. Ne? Dafür ist der zu rund. Tragen wir hier mal vorsichtig auf und arbeiten das auch mit dem Schirmchen ein. Und der geht ja schnell eingearbeitet. Das ist ja cool. Zack. Dafür halt aber auch nur eine leichte Deckkraft, aber das finde ich halt auch wiederum nicht schlimm, denn ich mag ja leichte Deckkraft. Ja, zack. Schön, leicht, nicht Full Coverage, nicht matt, einfach nur wie eine gesunde Haut. Das ist toll. Ja, der Concealer gefällt mir auch. Correcteur de teint. Ja, den Schwamm finde ich eigentlich ganz schön, weil er so weich ist, aber du hast hier jetzt keine scharfe Kante oder so, sodass du dann hier irgendwie genau präzise unter das Auge kommen könntest. Das ist ein bisschen schwer. Und hier hat sich eben auch schon ein Flusen gelöst, aber das kann ja manchmal sein, ne, wenn du das erste Mal benutzt, Produktionsfehler oder so, dann ist es nicht so wild. So, ich klopfe den nochmal vorsichtig ein, weil wenn Concealer so flüssig sind, rutschen sie mir gerne in die Fältchen und das möchte ich ja vermeiden. So. Ich habe hier unten übrigens ein Handtuch. Also wer sich wundert, dass ich die ganze Zeit meine Hände unter meinen Tisch packe, da ist ein Handtuch. Und dann sette ich mal mein Gesicht und dafür habe ich hier das Radiant Fusion Baked Powder in der Farbe 01. Also ich finde die Verpackung wunderschön. So sieht es auf jeden Fall aus. Das ist so ein bisschen erhaben, also so, ne, steht ab. Dann hast du da einen Spiegel mit drin. Fühlt sich sehr trocken an. Da gucken wir auf jeden Fall mal. Ich hoffe, das ist jetzt nicht die wunderschöne, glowige und natürliche Base zerstört und irgendwie jetzt tot abmattiert. Aber hier steht ja auch Radiant Fusion drauf. Wir gucken mal. Ja, farblich könnte das auf jeden Fall klar gehen. Es ist nämlich kein transparentes Puder oder so, sondern es hat schon eine leichte Tönung. Aber ich gehe auch nur ganz leicht überall drüber. Aber es mattiert schon ziemlich ab. Aber es hat einen ganz leichten Schimmer, glaube ich, mit drin, wenn ich das richtig sehe. Also es mattiert ab, hat aber einen Schimmer drin und das finde ich gut. Dass meine Haut dann nach wie vor wie Haut aussehen darf und nicht irgendwie wie eine Maske, ne? So, ich weiß auch nicht, was mich hier im Dekolleté gestochen hat. Also da habe ich drei großartige, vier mittlerweile Punkte. Keine Ahnung, ich lasse es da, wo es ist. Das Puder finde ich auf jeden Fall ganz schön. Also das macht ein schönes Finish. Das ist wirklich so leicht glowy noch und das, oh, das ist schön. Echt schön. Ne? Tolle Geschichte. Es hat jetzt auch nicht so eine dicke Puderschicht drauf gemacht. Also ich habe hier nach wie vor noch das Gefühl von Sticky Foundation, wie auch immer, wenn ich halt drüber fasse. Also es ist immer noch leicht klebrig. Aber ich wollte jetzt auch nicht so eine fette Schicht Puder drüber machen. Natürlich, die Verpackung, du siehst jeden Fingerabdruck, wenn du mit Fettfingern drauf gehst, so wie ich gerade. Hehe. Aber ich mag's. Also das Puder an sich, ne? Den Schwamm, na, muss nicht unbedingt sein. Machen wir jetzt erstmal den Bronzer drauf. Da habe ich hier halt auch wieder, ne, dieses gleiche Verpackungsdesign. Das ist dieser Flawless Fusion Bronzer in der Farbe 01. Ich befürchte, dass ich ihn vielleicht doch etwas zu hell geholt habe. Ja, aber ich bin halt ein helles Häutchen, ne? Wenn man es ein bisschen dezenter haben will, dann ist das manchmal so. Der ist null schimmernd, also der ist wirklich matt. Matter Bronzer ist das.
Und der Pinsel greift gerade sehr viel Produkt. Ich mache das erstmal vorsichtig. Oh ja, sehr, sehr dezent. Ne? Also das ist jetzt nicht vergleichbar mit den aschigen Bronzern, die ich normalerweise so verwende. Aber es macht auf jeden Fall ein natürliches Ergebnis. Aber ich denke schon, dass das hier ein relativ natürlicher Look werden wird. Wenn ich es jetzt nicht vollkommen in eine andere Richtung bringe. Aber ich finde den Bronzer jetzt gerade an der Stirn fleckig. Ist auch ein bisschen rotstichig. Wenn ich den jetzt aufbaue und man halt die Farbe so richtig durchsieht, ne, dann wirkt der etwas rotstichiger auf der Haut. Haut mich jetzt noch nicht so von den Socken. Ja, ne, sehr natürlich das Ergebnis. Also ich habe da jetzt, bin jetzt auch ordentlich drüber gegangen. Entschuldigung, das war jetzt einfach nur, um die Augenbrauen durchzukämmen. Ne, und es macht halt ein sehr, sehr, sehr natürliches Ergebnis. Ist halt für heute, sage ich mal, perfekt, dass ich da keinen krassen Bronzer jetzt drauf habe. Die Folie kommt übrigens direkt weg. Ich hasse diese Folien. Ne? Haut mich aber nicht von den Hocken, von den Hocken, von den Socken. Da habe ich tatsächlich bessere Bronzer. Hier habe ich einen Blush, der Let's Coral Glow Fusion Powder Blush. Und ja, Let's Coral ist, glaube ich, die Farbe davon. Der ist auch so etwas schimmernd, was ich ja wundervoll finde. Der schimmert nämlich auch so leicht Gold noch mit. Und dann mache ich mir den Blush mal drauf. Ich freue mich schon drauf, ne? Das ist so... Ich glaube, das wird gut. Dieses Pinselset verlinke ich dir übrigens auch mal. Da haben schon einige nachgefragt nach dem Silber-Lila Pinselset. Das ist eins von Amazon. Das ist unten in der Infobox drin. Ui, der gefällt mir. Ui, der gefällt mir. Der macht richtig was. Und das ist jetzt nur einmal so ein bisschen, ne? Den kannst du toll aufbauen. Ui, der gefällt mir. Den mag ich. Da hast du dann auch noch so einen leichten Schimmer mit drin. Und ui, 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 ui. Den mag ich leiden. Das ist ein Blush, wie ich ihn mag. Den kannst du auch aufbauen, kannst ein bisschen noch dicker machen. Aber ich finde jetzt so in Real Life sehe ich hier auf jeden Fall den Blush und er gefällt mir richtig gut. Der sieht echt schön frisch aus. Der hat einen schönen Goldschimmer mit drin. Ja, jetzt habe ich ein bisschen übertrieben, ein bisschen viel Blush drauf gemacht, aber ich mag ihn. Der gefällt mir. Den kann ich dir empfehlen. Ja, ja. Wenn du so Schimmerblushes auch magst und ich finde den richtig klasse. Der macht einfach so diese, jetzt habe ich mich aber geschämt, rötlichen Wangen. Das finde ich ganz hübsch. Ja. Nett. Let's Coral Glow Fusion. Da ist er wieder, der Schrotti. Erstmal mache ich mir die Augenbrauen. Da habe ich hier so eine Pomade mir gekauft. Ein Lasting Eyebrow Gel in der Farbe 01. Ich habe ein bisschen Angst, dass mir das ein bisschen zu hell sein wird. Aber ich weiß nicht, es ist halt auch ein sehr schöner aschiger Ton. Vielleicht passt der auch einfach perfekt, ne? Kommt in so einem Döschen. Janas Spiegel. Jana, du hast mir da eine gute Marke empfohlen. Also ich habe das, bin da nie so... Ne? Draufgewiesen. Auf der Homepage, genau. Richtig schönes Deutsch, Claudi. So, ich gehe mit dem Pinsel rein. Okay, die ist ein bisschen trocken. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber es krümmelt doch etwas am Pinsel. Und dann trage ich mir das mal auf. Hui! Nehme ich mir hier mal so einen Spoolie. Ich bin positiv überrascht. Also die Farbe geht klar, der Auftrag geht klar. Wenn man auch wirklich dran denkt, ein Spoolie zu verwenden, um es durchzubürsten. Aber ja, voll gut. Die werde ich häufiger benutzen. Das gefällt mir richtig gut. Weil es auch schneller ging als mit dem Stift. Bin begeistert. Yay. Neue Produkte entdecken macht Spaß. Augen, komm mal näher. Und zwar haben wir hier eine Lidschattenpalette. Das ist die Green Me Eyeshadow Palette 102 Feisty Saffron. Ne? Das Packaging, ja, ne? Passt halt zu diesem Green Me. Und hier haben wir 9 verschiedene sehr warme Töne. Und damit, ja, schminken wir uns jetzt mal einen kleinen, feinen, aber schnellen Look. Mit dieser Farbe setten wir das Lid einfach mal. Das ist ein bisschen dunkler als mein normaler Hautton, aber das ist nicht schlimm, denn das fällt am Ende eh nicht mehr auf. Wenn du halt sowieso deine Augen schminkst, dann geht das in eins quasi über. Mit einem etwas festeren, abgeschrägten Pinsel nehme ich diese Farbe hier unten, das ist eine matte Farbe, und kippe mir die in die Lidfalte. Mir gefällt wirklich, wie meine Augenbrauen heute aussehen. Hätte ich nicht erwartet, dass ein Augenbrauengel mich mal so glücklich macht. Immer dran denken, Claudi hat ein Schlupflied, also zieht sie
diese schöne Farbe immer etwas weiter nach oben. Außen und innen auf mein bewegliches Lid kommt diese schimmernde Rotfarbe, die genau in der Mitte der Palette ist. Und da ich das nicht zu extrem haben möchte, wird der Pinsel auch nicht angefeuchtet. Ich sehe es an dem Fingerswatch, wie die Farbe ja quasi mit dem Finger aufgetragen aussehen würde. Oder eben, wenn ich sie mit einem angefeuchteten Pinsel auftragen würde, dann wäre sie deutlich intensiver, aber ich möchte das etwas softer heute haben. So lassen sich nämlich die entsprechenden Farbintensitäten auch ein bisschen beeinflussen von den Paletten. Je nachdem, wie du es halt aufträgst, so farbintensiv sind dann auch die Produkte. Ich blende es auch so ein bisschen noch mit in die Lidfalte rein, einfach um alles so harmonisch wie möglich zu haben. Nachher wird noch mit einem Blendepinsel drüber gegangen, aber so haben wir dann auch mal so ein bisschen schon mal direkt ein bisschen Farbe drin. Ja, sieht dann auch ein bisschen heftig aus, aber hey, was soll's. Mit dem Finger nehme ich diese Aprikofarbe, die ganz leicht schimmert, und gebe sie mir auf mein Zentrum. Und wie eben schon versprochen, mit einem Blendepinsel und der ersten Farbe, die wir genommen haben, um alles soweit zu sitten, verblenden wir die Kanten. Und wir nehmen uns auch ganz, ganz vorsichtig diesen Ton hier auf und geben den an den unteren äußeren Wimpernkranz. Ganz vorsichtig nur reintupfen und aufgeben. Übrigens, der Concealer creased. Das ist ja blöd. Ja, so viel zu der Lidschattenpalette. Da kannst du einen easy peasy Look mit schminken. Du kannst da auch einfach in den Warm Tones, in denen die Palette ist, was Schönes schminken. Ist für mich jetzt aber keine Must-Have-Palette. So, jetzt kommen wir mal zum Highlighter. Da habe ich diesen hier, auch wieder diese Verpackung. Glow Fusion Powder Highlighter in der Farbe 01. Folie entfernen. Der hat so einen leichten grünlichen Stich, finde ich. Aufpassen. Oh, der fühlt sich aber schön an. Ne? Ah. Da sieht man den wahrscheinlich besser. Na, geht so. Ja, sehr dezent, aber sehr nass. Und ich gebe mir jetzt erstmal ein bisschen was davon, auch auf mein Zentrum, weil ich habe ja nicht so viel Schimmer da, wie ich das gerne hätte. Deswegen kann der Highlighter da auf jeden Fall unterstützen. Und auch als Augenbrauen-Highlight und als Inner-Corner-Highlight wird der gesetzt. Weil in der Palette hatte ich nur Rosé-Schimmer und das mag ich nicht so gerne. Als Highlighter unter der Augenbraue oder im Inner Corner. Jetzt setze ich mir den natürlich auch noch als Highlighter. Er ist auf jeden Fall da und er scheint vor sich hin. Also das ist ein sehr leichter, nasser Glow. Für heute ist das gut. Für allgemein weiß ich noch nicht. Da wird er auch nochmal seine weiteren Einsätze haben. Ja, ne? Also vor allem hier gefällt er mir eigentlich echt gut. Dennoch baue ich ihn ein bisschen auf. Denn ich bin Claudi und ich mag's. Ja. Aber ansonsten, das gefällt mir. Krümmelt ein bisschen, aber das spricht ja für Pigmentierung. Mag ich. So, fixieren wir erstmal das Ganze, auch wenn du jetzt noch ein bisschen nah bist. Face Make-up Fixer, das ist diese schöne Verpackung. Und da schauen wir mal, wie der Sprühnebel so ist. Oh, das ist wie ein Deo. Oh, wow. Oh, wow. Oh, das riecht aber sehr nach Deo. Aber da kommt der richtig geil, richtig fein. Oh, das liebe ich. Mega. Also da habe ich mich schon in dieses Produkt verliebt. Das ist ja, du hast ja keine Flecken im Gesicht. Das fixiert dich ja direkt, ne? Wow. Eyeliner. Da habe ich diesen hier. Ultimate Pen Longwear Eyeliner. Und da mag ich unheimlich gerne, dass du hier wirklich so einen Griff hast zum Festhalten. Das ist etwas konischer quasi, also dass es quasi hier noch runter geht, ne, dass du es besser festhalten kannst und dass du hier wirklich das matt hast, das ist toll. Und das ist natürlich ein Filz-Eyeliner.
Der ist wirklich easy und schön im Auftrag. Also das muss ich wirklich sagen. Die Spitze ist sehr fein. Du hast sehr viel Halt, dadurch, dass du den echt gut festhalten kannst. Und ja, die Spitze ist zwar flexibel, aber nicht so flexibel, dass sie dir so zwischendurch mal so abfliegt, ne? Was man manchmal mal hat. Ja, mag ich. Als Mascara habe ich mich für diese hier entschieden. Das ist die Long Eyes Plus Active Mascara. Eine Aktivmascara mit Verlängerungseffekt. Ich weiß gar nicht, ob dieser Verlängerungseffekt denn auch langfristig anhält. Lassen wir uns mal überraschen. Also das hier ist eine Metallverpackung, die aber leicht matt ist. Und so sieht das Bürstchen aus. Das ist halt ein Kunsthaarbürstchen, was halt so leicht kegelförmig nach vorne zusammengeht. Riecht aber gut. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Ja, sie verlängert die Wimpern. Ja, das macht sie auf jeden Fall. Aber sie ist sehr, sehr trocken im Auftrag, was natürlich dazu führt, dass du deine Wimpern schön getrennt hast und so. Aber mir fehlt das Volumen, muss ich ganz ehrlich sagen, ne? Also für mich ist das nichts. Die wird leider als einziges Produkt weiterwandern. Leider. Sie hat gekrümelt, nein! Was du in diesem Video gewinnen kannst, habe ich noch gar nicht gesagt. Ne? Da haben wir einmal Augenpads mit Honig, eine Maske als Panda von Zoomania. Dann habe ich einen Lippenpflegestift. Hier ist der drin, original verpackt natürlich. Und einen Mini-Lippenstift in der Farbe Move. Und dann packe ich dir noch Beyond Limits eine Travel Bag mit dabei. Die war bei der Bestellung nämlich mit dabei. Ich habe aber einige von diesen Mehrweg Bags. Also in dieser Bag hier drin ist halt nochmal so eine, so eine Tasche halt, ne? Und da steht halt überall Beyond Limits drauf. Was du dafür tun musst, steht ganz einfach unten in der Infobox. Kleine, aber feine Verlosung. Und jetzt trage ich mir noch meinen Lippenstift hier auf. Da habe ich einen, der aussieht wie ein Tampon, nur in Silber. Und das ist die Farbe Jelly Stylo 501. So sieht der aus. Ich finde den ganz witzig hier mit dem Logo quasi da drauf auf der Kappe. Und so sieht der Jelly Stylo aus. Also wirklich Jelly Jelly. Krümmelt. Okay, da scheint wirklich ordentlich Produkt drauf zu kommen. Ja, das fühlt sich jetzt einfach an wie ein Lippenpflegestift. Aber es passt ganz gut. Jo, ihr Lieben, das ist nun der fertige Look von diesem ganzen Kiko-Einkauf. Dezent, so wie ich es quasi ja haben wollte. Jo, also das Rouge finde ich fantastisch. Ich finde diese dieses Augenbrauen-Gel auch wirklich wundervoll. Den Eyeliner mag ich sehr, sehr gerne. Und auch die Face-Produkte, die haben mir auch richtig, richtig gut gefallen. Ja, wird aber alles noch so weit getestet, außer die Mascara, die fliegt direkt. Naja, so, wir fahren dann mal shoppen und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Style-and-Talk-Videos. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich da mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!